herzlich zur Star Wars Show. The Star Wars Show. Alle, die Star Wars mögen, haben sich sicherlich, jetzt spreche ich die Älteren an, die also dieses schon seit über 40 Jahren kennen, Star Wars, haben sicherlich doch einige Sachen bei Star Wars erlebt oder sie mögen bei Star Wars etwas. Meiner einer, der da involviert, seit über 40 Jahren, vermisst natürlich, wie gesagt, 20th Century Fox. Dieses Dadam. TRX, das Neue, das jetzt erscheint oder erschienen ist. 2015 ist ja die Stille. Schwarz, Lucasfilm, Film beginnt und dann ist der Film auch schon zu Ende. Wir werden natürlich jetzt nicht mehr so stark darüber diskutieren. Wir freuen uns ja 30 Tage. In 30 Tagen ist Rogue One da. Rogue One. Ihr seht das gerade nicht, worauf ich ziele. Ne? Ich habe sie immer noch nicht ausgepackt, die Rogue One, weil der Star Wars Stammtisch samstags von 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr erscheinen mittlerweile 9 Plus. Darüber habe ich ja schon berichtet. 9 Plus kommt nicht ohne Genehmigung vor die Kamera. Irgendwann werde ich trotzdem mal fragen, so im Dezember, ab 5.12. rum, dann vielleicht, mal schauen. Am 5.12. rum, ich weiß jetzt gar nicht, wann das ist, der 5.12. Ja, der 5.12. ist leider auf dem Montag, sehe ich. An sich ist der Stammtisch ja, sehe ich gerade, am 10. Am 10.12. ist wieder Stammtisch. Am 19.11. ist Stammtisch und am 26.11. ist Stammtisch und dann 1, 2, 3. Dann am 3.12. ist Stammtisch. Ja, wisst ihr also Bescheid. Ja, aber wie gesagt, noch einmal. Es sieht stark aus, wenn die 9 Plus erscheinen und Fragen stellen. Für mich als Händler, als selbstständiger Händler, der Handel betreibt im Einzelhandel, Spielwaren, Fachgeschäft. Wie gesagt, das gibt es ja alles nicht mehr. Deswegen steige ich ja persönlich so mehr in Hobby um. Ne? Ich lege da nicht mehr so viel Wert drauf. Für mich sind das auch keine Wertgegenstände. Für mich das Wahre. Die wahre Star Wars für die ab 9 Plus, die mit leuchtenden Augen davor stehen und Fragen stellen, und da beginnen wir auch schon mit der Show. Ihr seid total recht herzlich willkommen zur Star Wars Show. Ja, ich finde das so stark von Star Wars, zum Beispiel bei Sci-Fi heute Abend 20.15 Uhr, jeden Freitag bis Sonntag, zweimal dasselbe. Aber es macht ja halt Spaß, wenn man Star Wars mag. Und wenn dann Sci-Fi, der Sender, wenn man dann um 20.15 Uhr oder nachmittags oder spätnachmittags auch sonntags Star Wars sieht, dann diese Sprache schon alleine. Ne? Star Wars, so Clone Wars, das ist schon irre. Also irgendwie mag ich wohl mehr die Musik, die Klingeltöne sozusagen, die Sprache und die Gestik und das Ganze. Das hat mich, glaube ich, wohl bewogen, Star Wars zu mögen. Dieses Tam-Tam von 20th Century Fox. Als Händler geht man ganz anders dran, weil im Handel verkauft man ja, man identifiziert sich nicht mit Ware. Kein Mensch identifiziert sich mit Ware und kein Händler ist ein Fan von irgendetwas. Er hat Ware, das sagt das Wort schon alleine, und Ware wird verkauft für denjenigen, welchen der die Ware braucht. Ja? Also der diese Ware braucht, kommt in ein Fachgeschäft und kauft sich dort das Produkt, was er gerne hätte. So, da diese Welt ja sehr kalt wird und wir dennoch uns alle freuen, dass Herr Donald G. Trump jetzt der Präsident ist und der am 20. Dezember dann sozusagen ins Weiße Haus einzieht. Also ein Weihnachtsgeschenk, also Weihnachten ist schon mit Trump. Ja? Also wollen wir uns mal klarstellen. Also wie gesagt, ein Star Wars ist nun mal ein amerikanisches Produkt. Wir wissen alle, wir wissen es, kaum war nicht drauf rum. Wir hier in unserer Show, meiner einer, euer Medienkanzler, der mit den 9 Plus
zu tun hat, wenn die 9 Plus erscheinen und Fragen stellen. So, und jetzt haben die 9 Plus nämlich eine Frage gestellt. Im ersten Moment habe ich gestutzt. Stormtrooper. Angefangen hat ja alles mit Roger Roger. Ne? So wird er ja auch genannt. Gestern Lego mir angeschaut, darüber habe ich ja auch schon gesprochen, über Lego, dass sie 9 Plus, 6 Plus, 12 Plus Lego an sich gar nicht so mögen wegen der Sprache, weil er viel zu niedlich ist. Mir gestern also auch aufgefallen. Ich habe mir ja gestern mal so eine Folge angesehen. Lego ist ja jetzt die neue Staffel am Laufen seit dem 5.11. Und ja, sie haben recht. Es ist niedlich, es ist verniedlich. Lego ist nun mal gar nicht so in der Mundart der 9 Plus. Ja, die fragen nämlich das. Wieso sehen die Stormtrooper eigentlich alle so verschieden aus? Gut, es sind Kampftruppen, da erklärt man denen dann. Kampftruppen, Einheiten und so weiter und so fort. Aber man kommt schon ins Staunen. Da hätten wir den ersten Roger Roger. So, jetzt haben wir natürlich auch die Kampfdroideneinheit aus Teil 1. Kann ich auch irgendwann mal vorstellen, werde ich auch irgendwann mal vorstellen. Wir haben also die Droideneinheit, wo über 20 solcher Roger-Roger-Droiden eingesetzt sind. Und wenn die 3, also 9, also 3 plus, die gucken ja nur, die finden ja alles toll. Aber 6 plus, 9 plus, die fragen. Ja, sie fragen wirklich, wieso sehen die eigentlich alle so aus? Und warum? Warum sieht der letzte so aus wie ein Duck? Ja, wie so eine Ente. Ja, ich meine, jetzt darauf eine Antwort bekommen. Oh, das ist nicht so einfach. Ja. Also 9 Plus kam rein. 9 Plus kam rein. Wow, ihr macht Clone Wars. Oh, genial. Ja, wirklich. Ich versuche jetzt mal so 9 Plus ein bisschen nachzumachen. Ich finde es toll. Ich mag Kinder. Ich mag Kinder, wenn die Fragen stellen und man sieht, dass sie sich beschäftigen. Man sieht, wie sie sich beschäftigen, man sieht anhand der Fragen, wie die das Ganze sehen. So, wenn die das alles so mit kindlichen Augen sehen und auch alles neutral betrachten, ist ja auch alles in Ordnung. So, sie fanden es super toll, dass wir jetzt mit Clone Wars hier arbeiten. Sie haben die Clone Wars Figuren entdeckt. Natürlich haben wir alle Figuren, nicht nur Clone Wars, wir haben sie alle. So, und da fällt halt auf, da ist klar, es fällt wirklich auf, dass sie mit Rogue One gar nichts anfangen können. 6 plus, 9 plus, 12 plus kann mit Rogue One nichts anfangen. Gar nichts, überhaupt nichts. Clone Wars kommen die gut klar mit. Also mit Clone Wars kommen die gut klar, aber ist ja eingestellt. Ne? Clone Wars, EU-Universum. Also da, also jetzt auch mit der neuen. Vertut euch da nicht. Ne? So, natürlich kommen die klar. Den Stormtrooper kennen sie nun mal. Ne? Diesen Stormtrooper kennen sie nun mal und darüber sprechen die 6 plus, 9 plus und fragen, hey, na, okay, warum sieht der jetzt auch so aus, wie er aussieht? Na, da muss man die, wie gesagt, erklären, dass es verschiedene Verbände sind und so weiter. Man versucht es ja. Man versucht es ja als Erwachsener, den Jugendlichen, Heranwachsenden klarzumachen, was es ist. So, so schlau wie wir meinen, sind sie alle immer noch nicht, auch wenn sie Smartphone haben, auch wenn sie YouTuber sind. Die Schlauen sind immer noch wie die Alten. Wir müssen uns nur daran gewöhnen, dass wir jetzt vor einer Kamera stehen, mit der Jugend reden und die Jugend auch vor einer Kamera steht und wir denen ihre Beiträge uns anschauen und ja, dann zwischendurch halt unten drunter etwas schreiben. Es verändert sich halt alles, auch Star Wars verändert sich. Die einen Hardcore-Fans mögen es nun mal nicht, die anderen verkaufen schon kräftig. Ja, es wird also mehr verkauft wie gekauft. Das ist also auch schon aufgefallen. Und Star Wars Figuren sind ja eh, die explodieren die Preise, also ist halt so. Und das muss man dann einem 6 plus 9 plus auch klar machen, dass man kaum mit 5 Euro hier eine Wahnsinnsfigur, die einem wahnsinnig interessiert, kaufen kann. Ist eben so. Manche kosten ja mittlerweile 500 oder 5000 oder 50.000, 25 Millionen, je nachdem. Und dann ist das, wie sagte ein Nachrichtensprecher, verstehe ich nicht, das ist ja nur ein Püppchen. Ja, sagte ein Nachrichtensprecher, ein ganz berühmter. Das ist doch nur ein Püppchen. Ja, Star Wars ist natürlich ein bisschen mehr wie nur ein Püppchen oder sonstiges. Star Wars ist an sich schon richtig Kult. Nicht nur Kult, sondern auch so eine Art Lebensphilosophie. Man kann in Star Wars so viel hineininterpretieren, so viel hinein
manipulieren, sollte man mal drüber nachdenken. So. Das sind ja die 9, die jetzt bei Rogue One. So, damit kommen, wie gesagt, 9 plus 6 plus nicht klar mit. Warum sehen die so aus? Eine tolle Frage. Die Frage können wir Erwachsene an sich gar nicht richtig beantworten, ansonsten, weil wir gar nicht die Hersteller sind. Wir sind ja gar nicht die Hersteller von diesen Figuren. Ja, wir sind ja nicht die, damit zu tun haben. Disney hat sich das ausgedacht. Disney bringt jetzt diesen Stormtrooper und dann kommt dieser Stormtrooper und dann erklärt man einem 6 plus, 9 plus, warum sehen die so aus und warum sehen die nicht aus wie Roger Roger. Ne? So, Clone Wars ist klar, ist aber gestrichen. So, ist ja schön, dass die Firma Sci-Fi als Sender den ja immer noch bringt. Ne? Haben sie günstig eingekauft. Ja, das muss man den Kindern auch erklären. Das ist Ware, die produziert wird für den Konsumenten. Und wenn der Konsument diese Ware mag, kauft er sie, identifiziert sich damit und macht noch andere Sachen, wie selbst nachbauen oder den Nachbau selbst kauft und trägt. So wie die Figuren, die jetzt hier stehen, ja auch mit staunenden Augen beobachtet werden. Ob es Kylo Ren ist, ja, die wachsen halt. Oder die Rain oder die Old Republic Figuren. Also Star Wars wächst nach und nach. Es ist nicht mehr so der Verkauf hier. Es ist mehr hier so Hobby-Ausstellung, drüber reden. Deswegen heißt es ja auch Stammtisch. An einem jetzt muss man einem 6 plus, 9 plus auch noch den Stammtisch erklären. Und das fällt jetzt halt so langsam auf. Wir Erwachsenen und Schauspieler und Komparsen und wie gesagt die anderen kommen ja auch zwar vorbei, sie stellen sich aber nicht zur Verfügung für die Kamera. Ob sich das 2017 ändern wird, wissen wir selbst nicht. Da die Selbstständigen, da sehr viele Selbstständige mittlerweile ab 01.01.2017 unter einer Hexenjagd und ja, ist so. Es gibt sehr viele Selbstständige, die online arbeiten etc., die dann als Scheinselbstständige von der SPD und Co. KG deklariert werden. Ab 01.01.2017 wird sich eine Menge ändern. Das Fernsehen verändert sich, die Selbstständigkeit verändert sich. Wir als Fachfirma, wir als Vollblut-Selbstständige seit über 40 Jahren staunen. Nur noch. Viele Fachgeschäfte machen zu, weil es Fachgeschäfte nicht mehr gibt. Ja, wir sind reine hundertprozentige Dienstleister, wir sind Film- und Fotomacher und das hier passt einfach. Ja, wir können nicht alle Figuren kaufen, das geht gar nicht. Also alles, was mit Science Fiction zu tun hat, mögen wir. Also ich persönlich selbst auch. Wir waren ein Fachgeschäft seit über 60 Jahren. Und ich bin darin seit 40 Jahren involviert und seit 10 Jahren mache ich das alleine. Und ich muss sagen, es verändert sich eine Menge. Und wenn man, wie gesagt, die neuen Plus hier hat und die Fragen stellen, die kommen aber nicht nur zum Stammtisch, nein, die kommen die ganze Woche, kommen eben von der Schule vorbei. Und da habe ich zu einem auch gesagt, zum neuen Plus, immer an dich siehst du auch so aus wie so ein Stormtrooper, ne? Ja, den schweren Rucksack hinten drauf, genannt Schulkanister da. Vorne sogar noch ein Kanister und dann seitlich im Beutel sehen unsere 9 Plus Schüler an sich schon alle aus wie so ein Stormtrooper. Ja? Kommen da so schwer beladen von der Schule vorbei, schauen sich die Figuren an, wir unterhalten uns und dadurch werde auch ich als Älterer schlau. Ja, solche Fragen stelle ich nicht. Also ich stelle, warum muss der jetzt so aussehen? Warum muss der jetzt so aussehen? Solche Fragen stelle ich gar nicht, ich finde die toll. Das finde ich so toll. Wir Erwachsene nehmen das einfach an. Ey, das Kostüm, wir sagen das ja auch schon. Ey, das Kostüm gefällt mir, könnte ich mal nachbauen. Ne? Oder hier 1:1 hinstellen. Natürlich habe ich Lust, irgendwann mal hier einen Stormtrooper stehen zu haben. Natürlich habe ich Lust, dass hier irgendwann mal Darth Vader wirklich, der ist leider verkauft. Und deswegen, ne, wieder hier 1:1 hinzustellen. Ich meine, billig war das Gute nicht. Der Kostüm und so, jeder kennt den Preis. So, wenn man den einmal verkauft hat, dann überlegt man sich schon, soll ich den wieder nochmal kaufen und hier hinstellen. Ne? Ware kaufen und hinstellen ist so eine Sache, weil ihr wisst alle, ihr kauft eh im Netz und ihr drückt da drauf,
Ich habe gerade nachgelesen im Facebook. Umgerechnet 15 Euro. Ja, kommen unser eins noch nicht einmal im EK dran. So sieht's aus. Ja, wir Händler sind meistens die Dummen. Ein Händler ist ein Dummer geworden. Er kauft, also wir kaufen ja im Voraus. Wir geben viel Geld aus und geben es dann an unseren Kunden weiter. Und der Kunde mittlerweile verändert sich ja. Und der Kunde hat ja auch kein Interesse mehr. Der Kunde sagt, es ist mir zu teuer und so weiter und so fort. Wenn ich jetzt kein Verkäufer wäre oder beziehungsweise wenn ich da nicht über 40 Jahre drin involviert worden wäre, dann hätte ich das sicherlich auch nicht. Dann hätte ich mir sicherlich was anderes ausgedacht. So, 2017 verändert sich ja eine Menge. 2017 kommt ja auch heute in 400 Tagen. Heute in 400 Tagen kommt so langsam Episode 8. So, Episode 8, auch da wird schon spekuliert. Wir werden uns, auch ich persönlich werde uns an Spekulationen nicht mehr. Wir werden jetzt uns an Disney halten, gucken, was Disney sagt. Disney, LucasArts, also die Verantwortlichen. Wir unterhalten uns 2017 nur noch mit den Verantwortlichen, dann wissen wir auch Bescheid. Wir wissen jetzt auch komplett über Rogue One Bescheid. Und deswegen weiß auch ich, da ich ja wirklich darüber Bescheid weiß, dass es nichts für 9 Plus sein wird. Und 9 Plus wird sich auch damit nicht identifizieren. Es wird sich also eine Menge, also es wird richtig mal los sein. Nach dem 16.12. Ja, wird sich was ändern. So, das war auch so eine tolle Frage. Das war auch so eine tolle Frage von 9 Plus. Wieso sieht er eigentlich aus wie Donald Duck? Ich meine, in dem Moment stutzt man, wenn so ein 6 plus, 9 plus sagt, der sieht ja aus wie Donald Duck. Ja. Ich meine, kommt natürlich jetzt auf die 9 und 6 plus an, wie sie, aber unsere hier sind pfiffig. Unsere sind pfiffig, wirklich, sie sind pfiffig. Sie haben ihre Freunde, die sie ausgekoren, darüber sprechen sie, wieso hat der nur 4 Finger? Da muss man erstmal gucken, was meint er. Nee. Er meinte den Malak, der hat natürlich mehr wie 4 Finger. Ja. Nur das Bild vom Malak, war ja nie, na, wenn man jetzt genau hinguckt, sieht aus, als hätte er nur 4 Finger. Ne? Ja, da habe ich ihn erklärt, der Daumen ist ein bisschen, ne, da ist der Daumen, das sind die. Also ich finde es toll. Ich finde es so toll, mit 6 plus 9 plus über Star Wars zu philosophieren. Ja, und als Älterer denkt man jetzt drüber nach, was kauft man? Geht man jetzt in die Limited Edition? Kauft man sich die Limited Edition, stellt die aus. Und da sind wir heute beim Thema Ausstellung. Also, euer Medienkanzler, meiner einer, hat sich überlegt, so eine Art Ausstellung. 2017, also heute in 400 Tagen, kein Verkauf, sondern Ausstellung. Natürlich kann man die Sachen ja auch kaufen. Klar, dann wird die Ausstellung halt ein bisschen kleiner und irgendwann ist die Ausstellung ausgestellt. Ja, dann steht ja nichts mehr, weil jeder irgendwas gekauft hat. Kann passieren, ist klar. Also, 2017 wird das jetzt so eine Ausstellung, man kann sich das anschauen. Denke mir da einen extra Raum aus, der auch diesbezüglich, wenn man da reingeht, einen gewissen Star Wars Flair hat und werden sicherlich anbieten, auch ich werde anbieten, Fotofilm in dieses Geschehen reinzu. Aber wie gesagt, noch einmal, 6 plus 9 plus, ihr müsst vorher eure Eltern fragen. Ihr könnt nicht einfach von der Kamera, weil das ist ein öffentlicher Film, ist eine öffentliche Show, die bei YouTube-Kanal gezeigt wird, ist ein YouTube-Kanal. Und da muss man 6 plus 9 plus immer vorher fragen, die Eltern, ob sie das genehmigen, dass die Kinder da mitmachen dürfen. Ja, also wie gesagt, eine Ausstellung 2017, das macht irgendwie mehr Sinn, macht mehr Spaß. Also einfach mal wegrücken vom Verkaufsgedanken. Wir kaufen die Sachen ein und dann sind sie wieder weg. Ja, kaufen wir ein und dann sind sie wieder weg. So, nach über 40 Jahren Einkauf, Verkauf, Einkauf, Verkauf, Verkauf, Einkauf und so weiter, einfach mal gedacht, wisst ihr was, schaut es euch an. Wenn es euch gefällt, nehmt ihr mit. Wenn es euch nicht gefällt, habt ihr wenigstens was gesehen. Wir hatten uns ein bisschen darüber unterhalten.
Ist auch eine tolle Sache. 2017 verändert sich halt, nicht nur durch Donald Trump. Die Welt verändert sich nicht. Nur der Mensch verändert sich und der Mensch wird verändert, weil er einfach nicht versteht, den richtigen Politiker zu wählen. So, wir wollen heute hier keine politische Sendung machen, aber Star Wars ist ja Politik. Star Wars ist Politik, ist Krieg. Sonst hätten wir jetzt Rogue One nicht. Das ist ein reiner Kriegsfilm. Die Russen haben schon wahnsinns Plakate dahin. Ja, so D-Day mit so einem Helm und also sind etwas rauer. So. Festgestellt, wir Europäer oder wir Deutsche werden ein bisschen vernachlässigt. Ja, wir kriegen diese Informationen nicht. Man gibt uns die Informationen nicht. Wenn das Ausland aufleuchtet, wie jetzt der letzte Trailer. Der letzte Trailer von Rogue One hat all das gezeigt, was wir in mühseliger Arbeit uns schon vorher geholt, gesucht und so weiter. Haben die gezeigt, wie halt Jaso, die junge Dame hier, schon als kleines Kind, ja, wir wissen ja, also wir kennen den Film schon, also sie als kleines Kind schon rebellierte. Das zeigen sie ja auch. Ja, auch gejagt wurde, weil sie ja rebellierte. Und dann irgendwann fällt ihr das ja ein, und, ne, so ein Replay und so. Jetzt konnte man das auch wunderbar sehen. So, man muss natürlich auch darauf achten, was man vorher sieht, ob das auch alles stimmt, weil irgendeiner sieht plötzlich so aus und in dem nächsten Clip sieht er so aus und nachher werden wir ja im Kino selbst nochmal einen Nach- oder Davor-Schnitt sehen. Und wenn wir Glück haben, auf Blu-ray wieder, ja, wieder irgendwelche 10 oder 12 oder nur 2 oder 3 Aspekte, wie das wirklich hätte sein sollen. Bei Star Wars 7 haben wir ja gesehen, sind ja schon 10 Aspekte, wo alles sich an. Also für uns Erwachsene ist Star Wars, wenn man es als Hobby betrachtet, jedes Hobby ist nun mal sehr teuer oder kann teuer werden. Jedes Hobby hat seine Ausrichtung. Jedes Hobby hat sein Für und sein Dagegen. Ja, das ist ein Hobby. Ne? Andere sammeln Zigarettenschachteln und wir sammeln Star Wars Figuren. Ja, die leicht umstritten sind mittlerweile, weil die mehr Kostengüter geworden sind. Ja. Irgendwann sind sie Ladenhüter, bei Rewe kriegt man das plötzlich nachgeworfen. Ja. Bei im Metromarkt super, super teuer, da fragt man sich als Selbstständiger, wenn er im Metromarkt ist, bei der Metro, ey, warum soll ich das kaufen? Ich kann es ja gar nicht verkaufen, weil es ja viel zu teuer. Ne? So ein gutes Stück mal eben für 219 Euro in der Metro einkaufen, wie teuer soll ich das dann meinem Kunden verkaufen? Das sollte man auch mal drüber nachdenken. Also diese Show ist ja jetzt keine Verkaufsshow. Nein. Stammtisch sagt das Wort. Man kommt hin, man unterhält sich. Und da es sich herauskristallisiert hat, ist jetzt der dritte Samstag gewesen, dass 9 Plus erscheint. Also 9 Plus erscheint nicht nur am Stammtischtag, so wie heute, wo wir jeden Samstag dann auch so einen Clip machen, also einen Retour-Clip, was in der ganzen Woche war. Also an dem Tag, wo Trump gesiegt hat. Also hier, das war der schönste Tag, wie Trump gewählt wurde, was hier, na wirklich doch, der Tag war Wahnsinn. War Wahnsinn. Ja, es war ein schöner Tag, wirklich. Dieser Mittwoch wird diese Woche nicht vergessen. Also auch die Jugendlichen, die da waren, also spitze. Hat richtig viel Spaß gemacht, dafür bedanken wir uns nochmal. Ich persönlich bedanke mich nochmal. Es war wirklich, es hat richtig Spaß gemacht. Also wir sind ja nicht so unterwegs wie die Medien, weil die Medien wollen ja unbedingt einen verkaufen. Monsieur Barth war ja auch in Amerika und hat dann auch gezeigt, wo angeblich der Mob tobt. Da tobte gar nichts, da war keiner. Da tobt keiner, da macht keiner. Ja, also man muss schon schwer aufpassen, was die Medien mit uns betreiben. Es verändert sich was. Es verändert sich was. Also spürt ihr die Macht? Könnte man jetzt euch fragen, habt ihr die Macht gespürt, die reale Macht? Habt ihr gemerkt, die Veränderung der Macht? Ja? Könnte man jetzt alles auf Trump tragen? Ja? Man könnte also mit dem Erwachen der Macht, ist auch der Trump erwacht.
oder erdacht oder auf den Weg gebracht. Zum Beispiel. Also man kann jetzt mit den Worten der Macht und mit den Worten der Erwachung der Macht 2015 im Kino, Teil 7, eine Menge jonglieren. Ja? 2017 verändert sich das Fernsehen, wie gesagt in HD, einige haben es noch gar nicht begriffen, was auf sich zukommt. 2017 verändert sich die Struktur der Wahl. Ja, wir haben die Qual, das richtige Kreuz im richtigen Kreis zu machen. Also wir alle haben 2017 wieder die Wahl, der Qual, Star Wars zu mögen oder nicht. So, ihr versteht jetzt, was ich meine. Nicht dieses Star Wars. Dieses Star Wars ist existent, existiert in einem imaginären Raum. So, ihr glaubt es kaum, aber die Realität ist fast dasselbe. So, die einen schreiben ja schon, Trump hat uns den Dritten Weltkrieg verhindert. Ne? Die Clinton hätte es ja durchgezogen. Steht schon mal da. So, der Amerikaner, darauf komme ich ja jetzt, weil das ist ja nun mal ein amerikanisches Produkt. Das ist und es bleibt ein amerikanisches Produkt. So, und wir kommen sehr seltener daran, weil wenn man so durch Amerika macht, ja, nein, so wirklich. Also wir haben jetzt sehr viele Kunden diese Woche gehabt, die der Meinung waren, man geht hier in so einen Copyshop und der macht dann mal eben so eine 3D-Figur. So eine 3D-Figur kann man in Amerika einfach in so einem Copyshop machen lassen. Kostet dann 5 bis 6 Dollar. Na? Ohne Verpackung, ohne alles. Ja, dann wird er hier digitalisiert. Dann geht er da hin und dann macht er das. Na? So, dann nimmt er den mit. So, er braucht einen Tank, ja, weil wir auch Militärhobby hier haben. Und die, die Militärhobby betreiben, brauchen ja dann irgendetwas, weil sie da irgendwas bauen. In Amerika, wie gesagt, geht er ruckzuck. Hier geht er natürlich noch nicht ruckzuck. Ein richtig gutes 3D-Gerät kostet nämlich ab 150.000 Euro aufwärts. Und das lohnt sich auf eine Art nicht. So viele fragen ja nicht nach. Also wir hatten ja angeboten, Film und Foto daraus 3D-Körper zu machen. Aber nur der Kopf alleine würde ja schon 450 Euro kosten. Und dann der Körper dazu. Also aus einem Foto eine 3D-Figur gibt es. Aber dann sind wir ja schon bei 3, 4, 500 und bei 1000 Euro. Es gibt ja auch einige Schauspieler, die das schon vorgestellt haben, dass sie da aus einer 3D-Figur plötzlich zu haben sind. Wir haben ja einige ja hier. Stellen wir ja aus, könnt ihr euch angucken. Einige Schauspieler in oder aus ihren Rollen heraus sind ja schon als Figuren hier und stehen halt im Regal. Ja, aber selber, na, meiner einer jetzt aus dem 3D-Drucker für wen? Na, für was? Keine Ahnung. So, war toll. Ja, wie gesagt, es ging um Stormtrooper, es ging um die Clone Wars, es ging um die Roger Roger Druiden. Ja, alle die 6 plus 9 plus den Kanal sehen, meine lieben Freunde, ihr seid spitze, ihr seid spitze. Die Fragen, die ihr stellt, sind genial. Sind genial, da denkt so ein Erwachsener wie meiner einer gar nicht drüber nach, warum sieht der jetzt aus wie Donald Duck? Ja, warum sieht der aus wie Donald Duck? Ja, wenn ihr den neuen seht, in 8, ja, der hat hier nämlich noch so ein ganz schwarze, Applikation hier oben. Ne? Da bin ich ja gespannt, wie er dann über den spricht. Ja? So, ja. Also wie gesagt, es hat sich nicht geändert. Also Yoda, die Nachfrage nach Yoda ist immer noch. Die Nachfrage nach Darth Vader ist immer noch. So, die Nachfrage nach Stormtroopern ist immer noch. Sind da so drei Artikel, die man an sich hier nur hinhängen müsste. Stormtrooper in allen Variationen, Darth Vader in allen Variationen und Yoda in allen Variationen. Fertig. Na? Dann müsste ich die andauernd nachfüllen. So, wir haben natürlich alle, wir haben jetzt auch Rogue One. Okay, keine Nachfrage da, weil die sich damit noch nicht identifizieren können. 6 plus, 9 plus schon mal gar nicht. Die sind immer noch bei Stormtrooper. Ich freue mich ja auch gleich. Clone Wars. Ne? Star Wars. Clone Wars. Wenn das so... Pff, ne? Ja. Ja. R2-D2, BB-8, 3-3-PO. Ja. Der Rest nur für die Sammler. Für die eingefleischten Sammler. Ja, Star Wars. Stammtisch. Ich freue mich schon wieder auf die neue Woche. Ich wünsche euch allen ein super tolles Wochenende. Ich wünsche euch ein
super tolles, da wo ihr gerade seid, mit Star Wars sich auseinanderzusetzen. Ein 9 Plus haben ja auch gesagt, dass die Star Wars Trooper 501 bei einer Apotheke waren. Finde ich auch super, dass eine Apotheke besucht wird von 501, dass da 8 stehen und da die Kranken begrüßen, die Pillen holen und von einem Stormtrooper die Pillen bekommen. Ne? Das war so ein offener Sonntag letzte Woche in der Innenstadt, in der City, und da hatte so eine Apotheke Stormtrooper und Star Wars Begeisterte eingeladen, die dann da, ja, die konnte man sich dann da anschauen. Ne? Ja. So, hier könnt ihr euch alles anschauen, hier könnt ihr die Live-Figuren anschauen, hier könnt ihr euch die Figuren anschauen, und wer Interesse hat, kauft. Ich bin ehrlich, ungern verkaufe ich die Sachen, dann sind sie nämlich weg. Ja. Also mir persönlich ist aufgefallen, wenn ich solche Figuren verkaufe und dann so überlege, ach, kauft die doch mal ein, sind die plötzlich teurer. Also wir hatten eine Figur, da hat ein Kunde 100 Euro bezahlt. Da habe ich mir gedacht, gut, kauft die Figur doch mal ein. Ja. In Amerika kostet die plötzlich 1.000 Dollar. Ja, so schnell kann es gehen. Also ich verfolge das jetzt nicht. Also wenn diese Figur jetzt morgen früh in Amerika für 100 Euro zu haben ist und ich gebe die trotzdem ab für 40 Euro oder so, ja, und kann ich nichts für, dann, wenn ihr es könnt, wenn ihr es wollt, dann verkauft ihr die dann halt für 100 Euro oder 100 Dollar. Versteht, was ich meine. Wir sind Händler. Wir sind jetzt hier nicht unterwegs, hier ist halt eine Wertanlage, Händler verkauft, so wie Rewe, wie sie alle heißen, verkaufen. Die denken nicht drüber nach, auch Mediamarkt denkt jetzt nicht drüber nach, dass der Fernseher, den sie da gerade verkauft haben, übermorgen so teuer ist wie ein Kleinbus oder so. Nee, denkt keiner drüber nach, kein Händler denkt darüber nach, da gibt es, was ihr Fans daraus macht, ist eure Sache. Na? Also so sieht's aus. Da gibt es einen Nerd. Ein wirklicher Nerd. So, der möchte euch nämlich demnächst das uralte, was wir vor 60 Jahren schon hatten, 40 Jahren, 50 Jahre, also vor 60 Jahren, wo alles angefangen hat, wo in den 70ern, ja, die Spielefürsten auf uns zukamen, die elektronischen Spielefürsten, die uns alles gebracht haben, Kings of Virtual Soap und so, wie sie alle geheißen haben, auch Nintendo erfunden und so, wollen also jetzt mit Retro. Jetzt soll Retro kommen. Ihr könnt es auch so einstellen, dass es dann wirklich so aussieht, als würdet ihr an einem Röhrenfernseher spielen. Na gut, wenn ihr das unbedingt braucht, ist es in Ordnung. Und eins schmunzelt langsam, dass ihr in die Retro-Kiste, dass ihr wirklich da zurückgeht, wo wir herkommen. Ja, wir, die 50, 60er Jahre, in den 50, 60er Jahren das alles hatten, ja, wir hatten nur einen Brummton. Nur ein Brummton und dann vor uns ein Auto. So, heute habt ihr 3D mit quietschenden Reifen und alles. Und jetzt springt ihr plötzlich zurück zu uns. Finde ich toll. Ja? Deswegen verstehe ich auch die 6 plus 9 plus. Ja? Dass die plötzlich Clone Wars mögen oder so. Ja? Oder die alten Geschichten. Ja? 4, 5 und 6. Mit den neuen kaum sich identifizieren können. Lego finden die niedlich, aber sind gar nicht so begeistert von Lego. Wir vertun uns da. Also wenn man mit 6 plus, 9 plus und 12 plus sich unterhält, werden wir Erwachsenen ab 40 plus aufwärts doch nachdenklich. Ups. Was mögen die denn? So, dann fragt man die und dann merkt man, welche Gruppe was mag. Ja? Ja, wir sind gespannt, ob 7, 8 und 9 genauso toll werden wie damals bei uns 4, 5 und 6. Da bin ich gespannt, weil viele eingefleischte Erwachsene immer noch 4, 5 und 6. Schluss. Das war Ende. Aus. Da kann man, und die Georg, nee, keine Chance. Und dann gibt es die Europäischen da, die in ihrem Universum, dann die Spieler, die Gamer in ihrem Universum. Also jeder schwebt irgendwo in irgendeiner Galaxie. Wir sind aber alle verschmolzen, das ist ja auch meine Idee. Meine Idee ist, wir verschmelzen uns alle. Old Republic, New Republic, ganz neu, Universum, wir sind Universum, von einer Galaxie zur nächsten, wir sind verbunden. Ich persönlich mag Sci-Fi, ja, Science Fiction, jeglicher Form. Wie er damit groß geworden? Orion. Ja? Orion, das war eine deutsche Serie, dann kam so langsam in den 60ern Star Trek, natürlich hat man Star Trek gesehen, wirklich, man hat es verschlungen zu dem Zeitpunkt. Und dann wurde es abgelöst.
durch Star Wars. Durch diese Ablösung verabschiedet man sich so ein bisschen von Star Trek. Ein Hauch von Star Trek ist ja durch diese Spielfilme ja da. Es ist nur nicht so der Hype. Ne? Es sind alles so kleine Gruppen, die das weiterleben. Und bedenkt bitte, alles was erfunden wird, wird erfunden, damit wir es kaufen, damit die reich werden. So sieht es aus. Also vergesst bitte nicht den Zweck des Ganzen. Der Zweck des Ganzen ist, die das herstellen, wohlgemerkt, die das herstellen, haben den Zweck, es zu kaufen bzw. zu verkaufen, damit wir es kaufen und verkaufen. Ja, Handel treiben mit ihren Ideen. Also George Lucas war da schon toll unterwegs. Ja. Warum sieht der aus wie eine Mickey Maus? Finde ich toll. Also wie Donald Duck. 6 plus, 9 plus, 12 plus. So, ich wünsche euch wie gesagt tolles Wochenende. Willkommen zur Show, zur Star Wars Show. In Amerika ist es ein bisschen ruhiger geworden, weil die Rebels sind abgelaufen. Die haben ihre 22 Folgen. Wir müssen jetzt bis zum 5.12. warten, um wenigstens 11 Folgen von Rebels zu bekommen. Viele Nachfragen, wir haben uns unterhalten. Die einen sagen, das ist der größte, brauche ich nicht erklären. Jeder spricht drüber, jeder hat sein Argument, jeder hat seine Meinung, die sind wichtig. Und am Ende sind wir trotzdem eine Star Wars Gemeinde, die halt in unserem Universum schweben, über die Figuren reden, kaufen oder nicht kaufen oder mittlerweile Bestände ausverkaufen oder beenden, viele beenden es, haben keine Lust mehr auf Star Wars. Ob die Macht wirklich erwacht, da müssen wir jetzt wirklich mal nachfragen. Erwacht die Macht wirklich? 8 und 9 wird es uns zeigen. Ja, zwischendurch kommt ja dann auch noch Han Solo. Ja, man kann also die Figuren verändern sich kaum. Ne? Kriegen wir ein neues Aussehen. Dann sieht der Han Solo aus, wie der Schauspieler jetzt aussieht und nicht wie Harrison Ford. Ja, das könnte sein. Wenn man sich hier die ganzen Figuren anschaut, die ganzen Schauspieler, man hätte jetzt die Schauspieler fragen können, wart ihr zufrieden da mit Star Wars und so? Ja? Viele Schauspieler haben ja gesagt, Wahnsinn, ich war dabei, spitze, genial. Ja, ich meine, Star Wars ist eine Legende, bleibt eine Legende, da brauchen wir wirklich nicht drüber philosophieren. So, jetzt ist aber Schluss, ich wünsche euch ein tolles Wochenende, der Stammtisch war wieder klasse. Und wenn halt nur noch 6 plus 9 plus kommen und wir wachsen nicht, ja, dann müssen wir mal schauen, was wir aus dieser Show dann machen werden. Also ist ja bald 2017 und dann ist ja erstmal Ruhe und dann ist ja wieder November, Dezember und dann ist 2018. Das ist dann halt im Mai mit Han Solo, nicht im Dezember. Vielleicht kommen auch zwei, Han Solo im Mai und 9 Ende des Jahres, keine Ahnung, weil weiß man ja nie. Es kann ja sein, dass plötzlich 3 Filme da in einem Jahr von Star Wars laufen. Kann passieren. Obwohl 2017 kommen tolle Science-Fiction-Filme. Ganz tolle. Also so ist es nicht. Also an alle Science-Fiction-Fans, es kommt eine Menge. Ne? Ja. Es gibt ja die Horror-Fans und es gibt uns, die Science-Fiction-Fans. Und so, jetzt schwebe ich in meine Galaxie. Macht's gut.